1969 zu Ostern kam meine große Schwester zu Besuch. Da war die Flucht schon bei mir so gereift und ich musste mich jetzt verlassen oder fragte meine Schwester, was können wir tun? Und die wollten mich ja schon da zum Prager Frühling da mitnehmen. Und da habe ich aber gesagt, nein, ich kann nicht, ich habe meine Papiere nicht mit, also heißt meine Zeugnisse und so weiter. Und die können nicht nachgeschickt werden, nicht? Die werden beschlagnahmt dann. So, und dann sage ich, also ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr schlafen, der Druck wird immer größer. Könnt ihr nicht irgendwas tun? Und dann sagt sie, ich werde mit Hans Werner sprechen, mit ihrem Mann, ob wir das Auto präparieren können. Und dann schreibe ich dir eine Karte. Also es war Ostern und im August wollten wir, im Juli, August wollten wir wieder in Rumänien Ferien machen. Und dann hat sie gesagt, aber es soll niemand wissen, die Eltern nicht, die Geschwister nicht. Und wenn wir was vorbereitet haben für die Flucht, sprich das Auto präpariert haben, dann schreibe ich dir eine Karte, vergiss nicht wieder die Sachen wie im vergangenen Jahr. Und das war mein Zeichen, als die Karte kam im Juni oder Juli, kurz vor meinem Urlaub. Da wusste ich, sie hatten was vorbereitet und die Flucht wird erfolgen. Nein. Also wir haben uns dann wieder getroffen, wie üblich, haben sie mich abgeholt in Bukarest. Und wir sind wieder zum Snagovsee, haben dort gezeltet und Campingurlaub gemacht. Aber es war kein schöner Urlaub. Die Angst immer, wie wird das gelingen? Mein Schwager wollte, dass ich mal probeweise in Versteck rein, ins Auto. Ich sage, nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Entweder wir machen es dann, wenn es soweit ist, oder wir lassen es. Ne? Und die hatten noch überlegt, ob sie auf dem Hinweg eine Gipsattrappe mitnehmen sollen, weil damals waren die Rumänen noch sehr, sehr mitfühlend, sage ich mal. Also wenn jemand krank war oder so, nicht? Also so kannten wir sie eigentlich immer. Und das hat aber ein anderer Freund abgeraten, sagt, wenn ihr kontrolliert werdet, was soll das? Und dann durch Zufall waren wir in Bukarest in einer Bar, mal tanzen zur Abwechslung, dass wir mal nicht den Gedanken immer an die Flucht hatten. Und da hat sich mein Schwager den Fuß verstaucht und er musste dann ins Krankenhaus dort in Bukarest. Und hat einen Gipsverband bekommen, so um den Knöchel. Und auf dem Rückweg hatte er immer kurze Jeans an, damit man auch den Fuß sieht, den Verband. Und wir haben uns den Tag, den 23. August, rausgesucht, weil das ein Nationalfeiertag in Rumänien war. Da haben wir angenommen, dass die dann an der Grenze etwas lockerer sind und vielleicht ein bisschen was getrunken haben und nicht so genau kontrollieren und so. Also wir sind dann von Bukarest nach Ploiești und von Ploiești dann Richtung Grenze, Richtung jugoslawische Grenze. Und da nach Ploiești begann ein Gewitter. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Also hell von Blitzen, strömender Regen, der Scheibenwischer hat es kaum gepackt.
wie manchmal in so Grimm-Märchen, wenn man das so sieht, so habe ich das verglichen. Ja, die wussten natürlich jetzt gar nicht mehr, wo wir waren. Ich war die ganze Zeit hinten auf der Rückbank, lag ich, weil es sind ja Autos vorbeigefahren und wir hatten Angst, wenn die sehen, erst drei und dann nur zwei. Also war ich so, bin ich untergetaucht. Und kurz, also mein Schwager sagte, ich finde nicht mehr die Stelle, die wir auf dem Hinweg rausgesucht haben, wo wir dich verstecken können. Also jetzt entweder wir machen es oder wir lassen es. Ne? Also ich fahre jetzt hier wo rein und dann, es war ja eine Straße war rechts und links Gebirge. Und wir wussten, dass dort auch die Kontrolle, die Grenzkontrolle in den Gebirgen standen, die Polizei und so. Aber bei dem Wetter konnten die nichts sehen. Also er ist in einen Waldweg reingefahren und in dem Moment saß das Auto auf, weil das so ein Hügel war. Und jetzt sagte, jetzt raus, ihr beiden, und das Auto anheben. Und meine Schwester plärrte und vor lauter Angst und Aufregung und ich auch. Und wir haben dann das Auto auch von angehoben, dass er rückwärts fahren konnte. Und da sagte er so, da müssen wir dich eben auf der Straße einpacken. Also es geht nicht so. Und wir waren von oben bis unten verdreckt und verspritzt von dem Schlamm. Und da haben wir uns dürftig sauber gemacht mit dem Handtuch. Und dann bin ich ins Kabäuschen, also sage ich mal, in den Versteck. Das war also ein verkleinerter Kofferraum und zwischen Rückbank und Kofferraum war dieses schmale Stück, wo ich dann rein musste. Da hatte jeder Finger seinen Platz, so eng war das.